Bis jetzt war sie erotischer Pausenfüller beim Fernsehen. Ich bin die Kleine mit den enormen Einschaltquoten. Jetzt füllt sie die Kinoleinwand. Auf die Premiere, Kinder. Elvira, Mistress of the Dark, in ihrem ersten prallen Spielfilm. Hi. Es staut sich viel Druck auf, wo sie auftaucht. Also sowas habe ich ja noch nie. Ja, bei diesem Superbusen fliegen ihnen die Lockenwickler weg. Sie erhebt Anspruch auf eine Erbschaft. Meiner Großnichte Elvira hinterlasse ich mein Haus. Ups! Wir wollen Ihnen nur ein bisschen helfen, die Hütte sauber zu machen. Hey, Elvira, ich habe noch ein paar Freiwillige mitgebracht. Großartig, dann mal ran, Jungs, hab Mut. Meinen geliebten Pudel-Algon Queen. Also was mache ich nun mit die? Und mein kostbares Rezeptbuch. Guten Appetit. Ich brauche dieses Rezeptbuch. Elvira setzt sich mit Vorliebe zwischen die Stühle. Diese Elvira ist eine tugendlose Person. Sie ist ein Freudenmädchen. Sie ist schlimmer als Sodom und Gomorra. Ich bin überzeugt, wir können sie mit Fug und Recht aus unserer Stadt vertreiben. Lasst mich raus! Lasst mich raus! Abhalten und still sein! Hey, ich habe das Fernsehgericht gesehen. Ich habe das Recht auf einen Anwalt und eine körperliche Durchsuchung. Die Anklage lautet böser Hexenzauber. Deine letzten Worte. Gibt's nicht. Doch, eins. Hilfe! Also so eine Verbrennung sollten wir jedes Jahr machen. Sie gehört zu den Frauen, denen man kein Feuer unter dem Hintern machen darf. Du willst also Stunk haben, ja? Denn sie schlägt zurück. Und nicht nur mit weiblichen Waffen. Ihr wollt doch keinen Ärger, oder? Los nicht, denn Elvira ist Elvira, Mistress of the Dark.